Und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Das Bekloppenprojekt, The Next Generation. Und zwar bin ich heute alleine, weil wir ausgemacht haben, wann was ist oder wann wir was machen, können wir schon mal ein bisschen aufnehmen. Und ich will gerade, weil ich das letzte Mal schon beim letzten Folge angekündigt haben, das ME aufbauen, und das versuche ich jetzt endlich anzufangen. Zumindest ein kleines, dass wir unsere Sachen lagern können. Als ich heute Morgen auf den Server kam, hat es tierisch geleckt, denn unsere Farm, die da vorne ist, war komplett wieder zugemüllt mit Schwertern. Und dann habe ich sie erst rausgepackt, hatten wir gestern noch hier ein bisschen aufgebaut. Dann war ja halt noch dieser Altar hier mit dem Spawner für WTF, beziehungsweise Elite WTF, angebaut. Haben wir noch ein bisschen Mauer gezogen, und so großartig war auch nicht viel. Die Quarry, die ist jetzt mittlerweile durchgelaufen. Die QID steht. Da könnten wir weiter mitarbeiten. Hier Scrap wird momentan auch noch bearbeitet, da ist auch gleich schon wieder der Stack fertig. Wir tun das schon mal umlagern. Das will ich eigentlich nachher nur durchschmeißen, um halt bestimmte Items rauszukriegen. Es gibt ja, glaube ich, Dust und so, was man alles rausziehen kann. So, aber es geht heute um das Thema ME, und da ich es nicht so still haben möchte, drücke ich jetzt meinen magischen Kopf, beziehungsweise ich muss auf den Desktop switchen und klick einfach mal an. Und wir hören uns weiter gemütlich Musik. So, was brauchen wir als erstes? Wir brauchen als erstes so ein ME-Controller. Da brauchen wir hier so einen Prozessor. Da brauchen wir Whetstone. Print Silikon. Das bekommen wir, dann brauchen wir Silikon. Okay, dann müssen wir Sand in Pulverizer packen. Sand in Pulverizer? Mal hier rein. Ja, Sand in Pulverizer, sehr gut. Das wusste ich jetzt nicht, dass wir es noch so viel vorbereiten müssen. Aber das ist gar kein Problem. Das kriegen wir alles hin. Dafür brauchen wir Sand, den wir wo. Noch da was in der Kiste. Wir haben gar keinen Sand. Das ist natürlich blöd. Die Quarry werde ich nachher abbauen und werde sie in die Wüste reinstellen oder vielleicht ins End, wobei wir vorhatten, im End wiederum eine Ender Quarry aufzustellen, damit diese uns statt die ganzen Blöcke da rauszurupfen, auch Erde dadurch ersetzt. Damit schaue ich mal. Haben wir keinen Sand mehr? Der meiste Sandstuff ging wirklich drauf. Dafür, ja. Müssen wir uns Pulverizer schnappen? Holen wir uns mal eben schnell hier ein bisschen Cleanstone. Beziehungsweise Cobblestone, schmeiß ihn rein. Und eventuell müssen wir eben fix zur Wüste. Ich glaube, ja, im Eck haben wir noch was, ne? Schmeiß was. Was ist denn hier gerade drin? Achso, der ist ganz einfach am Pulverizen. Okay. Wie ist hier noch drin? Ne? Oh mein Gott. Na gut. Silikon ist drinne. Da haben wir doch. Dann können wir uns schon mal damit drum kümmern. Dann soll er in der Zeit den ganzen anderen Rest machen. Ich schmeiße hier nochmal ein bisschen was rein, damit wir Sand ein bisschen rausbekommen. Es wird auf jeden Fall sich später darauf hinzufügen, dass wir alles wirklich automatisch beziehen. Aber momentan ist es anders nicht möglich. So, wir brauchen jetzt. Ich nehme mal jedes Print mit rein. Silikon-Print. Also wir haben auf jeden Fall von jedem Print noch einen Ersatz, sofern ich jetzt irgendwas verlieren könnte oder jemand noch weiter craften möchte. Ich brauche auf jeden Fall noch ein Werkzeug, da ich meinen Hammer abgegeben habe. Das ist aber jetzt nicht das größte Problem. So. Ah, Silikonpresse. Okay, er funktioniert auf jeden Fall super. Komm du mal her, das ist momentan eigentlich so ein. Das Einfachste, was ich mit dem Charger hier machen kann. Zack. So. Dann lassen wir den gemütlich laufen müssen. Whetstone brauchen wir noch. Whetstone und hier die. Wir brauchen mit Diamanten, okay. Dann würde ich sagen, damit wir es gar nicht übertreiben, konzentrieren wir uns, dass wir 1, 2, 3, 4, dass wir 8 Stück machen. Das heißt, wir brauchen die 8-fache Menge. Das heißt, wir brauchen 8 Whetstone, 8 Diamanten. Ein bisschen Silikon, was jetzt gerade durcharbeitet, das können wir schon mal machen. Acht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nur noch 7 Diamanten da in der Kiste. Ich will hoffen, dass wahrscheinlich noch was in den Kisten zwischen gelagert ist. Kohle. Doch, 26 Diamanten. Das ist super weg. Stack Redstone ist auf jeden Fall auch gut, dass wir schon mal rausnehmen. So, dann würde ich sagen, schauen wir mal.
Soll man noch einen zweiten Inscriber aufbauen? Was kostet der? Ah, der ist doch ein bisschen teuer. Eisen, zwei Sticky Pistons. Damit wir zwei auf jeden Fall parallel laufen lassen können. Obwohl. Komm, wir nehmen hier das mal raus. Wir können das ja gleich noch durchlaufen lassen. Damit wir erstmal schon mal ein bisschen grundlegend aufbauen können. Das heißt, wir brauchen jetzt den Logic. Ne, was brauchen wir denn für ein Teil? Die brauchen wir, ne? Ne. Da, die brauchen wir. Das ist der Press. Mein Gott. Schwinde doch einfach. Hier. So. Jetzt könnt ihr hier hinkommen und mich gar nichts anhaben. Aber am besten so. Können wir wieder zurückgehen. habe ich gar nicht alle Prinz? Doch, eigentlich habe ich doch alle. So, 8 Stück. Na gut, dann, die können wir ja schon mal reinlegen. Ah nein, falsch. So einmal. Gut, die brauchen wir. Dann brauchen wir Whetstone gleich. Können wir schon mal 8 vorbereiten. Und die Hälfte davon haben wir auch schon 8. Dann lassen wir den nämlich gleich weiterlaufen. Muss mal die Ports mal weg. Schauen wir mal eben, dass wir die hier wieder alles reinbekommen. Da die Kisten auch schon so langsam überfüllt werden, müssen wir natürlich darauf achten. Ja, es ist Platz auf jeden Fall noch vorhanden, da unten ist auch noch Platz. Super. Wenn hier gleich nichts Interessantes mehr ansteht, dass da noch ein Skelett um die Ecke ist, ne. Scheint wohl zu anders zu sein. So, 8 davon. Okay, wir müssen es einzeln irgendwie reinpacken. Okay, hier können wir uns auf jeden Fall um den Whetstone kümmern, dass der von hier reingeht. Das ist kein Problem. Ich glaube, dass das auch von an überall möglich ist, dass die Dinger da reinkommen. Also, wenn wir das haben, können wir uns super darauf konzentrieren, damit anzufangen. Wir haben den Big Reactor, wir haben die eine Bank, die uns momentan zur Verfügung steht. Zombie. Zombie-Skelett. Ja, die spawnen auf jeden Fall hier hinter. So, das haben wir zur Verfügung. Ich glaube, ich muss die QID-Sachen nochmal abreißen. Und sie erstmal, glaube ich, zwischenlagern. Denn ich würde, wo das ME kann, hier hin. Oder wir stellen es hier vorne hin und lassen alle Kabel rückwärts da reinlaufen. Das heißt, wir machen, tauschen das Power-Tab, was wir hier vorne haben. Dann machen wir noch ein zweites Power-Tab, was an der Seite ist. Jetzt hier nochmal kurz. Power-Tab. Ich glaube, das heißt nur Power-Tab, ne? Power. Da, also, da brauchen wir Casings und ein bisschen Redstone. Vielleicht haben wir sogar noch was. Ich flitze mal rüber. Jetzt müssen wir uns ein bisschen noch herstellen. Auch nicht vergessen, einmal umzulagern. Momentan läuft wirklich das. Ist das Einzige, was automatisch hier läuft. Und auch das sicherste gerade hier, weil Strom haben wir noch gar nicht am Start. Der Rest fehlt uns eigentlich so an Materialien wirklich. Okay, wir haben noch das. Haben wir noch Uran, haben wir auch noch Eisen, haben wir auch noch. Und der Rest sollte eigentlich soweit sein. Ja. Vier kriegen wir, glaube ich, ja eh raus. Das heißt, wir können uns ein Power-Tab noch zweites bauen. Und das an der Seite anbringen. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier noch was zwischenlagern können. So. Wir haben noch eine Ersatzkiste da oben drauf. Hier ist auch noch ein bisschen vorgeschmolzen. Also mit dem E haben wir es auf jeden Fall einfacher, an Materialien ranzukommen. Nee. Du musst dahin. So, jetzt fährt man. Ja. Wir packen sie hin. Ist der Reaktor leer?